Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe vom SoTalk. Heute bei uns im Studio ist der André Burkhalter vom P9. Herzlich willkommen, André. Merci, danke. André, die Idee für ein eigenes Eventlokal ist Schiens bei der Fasnachtsparty entstanden. Genau, ja. Wie war der Weg von dieser Fasnachtsparty bis zu der Eröffnung? Das war ein Weg, der ein paar Hindernisse hatte. Also, wenn ich ganz von vorne anfange, ich will es nicht in die Länge ziehen, aber wir hatten eine Fasnachtsparty von den Fendilblöterl zu Biberist. Sie haben in den Papieren angefragt, ob sie einen Raum haben, für die Party, ihre Party dort zu machen. Sie haben uns angefragt, für die ganze Technik von ihnen zu machen. Über Jahre machen wir schon nebenberuflich Eventtechnik mit Zwillingsbrüdern. Und dann sind wir die Halle anschauen. Dann sind schon ein paar Hintergedanken gekommen, ein paar Ideen. Den Anlass haben wir durchgeführt mit ihnen zusammen. Und beim Abbau ist das eigentlich ein bisschen konkreter geworden. Wir haben gesagt, eigentlich ist das schade, dass wir das wieder abbauen müssen, weil das Ganze ist leer. Es wäre noch cool, wenn wir dort etwas gerade fix machen könnten. So, ja. Ihr habt dann Tausende von Arbeitsstunden investiert in das Projekt. Du hast es vorhin angetönt, es hat auch Hindernisse gegeben, frustrierende Erlebnisse. Was begegnen einem da so für Stolpersteine? Es ist eigentlich ein Auf und Ab, das Ganze. Es ist von super cool bis oh, jetzt das auch schon wieder, jetzt haben wir dort noch ein Problem. Ich muss auch grundsätzlich sagen, wir haben sehr, von allen Orten her, haben wir nicht grosse Stolpersteine in den Weg bekommen. Wir haben vorgängig haben wir natürlich auch alle Behörden mit ins Boot gezogen. Wir haben sehr gute Zusammenarbeit mit HIAC, die die Besitzerin ist von der Papierfabrik. Und haben wirklich alles vorgängig schon abgeklärt. Oder viel abgeklärt. Ganz alles ist natürlich nie möglich, weil wir machen das erste Mal. Wie vorhin schon gesagt, wir sind seit manchem Jahr in der Eventtechnikbranche tätig. Aber mit Events organisieren, das ist natürlich noch etwas mehr, was man dort muss wissen und können. Jetzt irgendwann gibt es auch so den Point of No Return, wo man wirklich merkt, jetzt müssen wir es durchziehen. Genau, ja. Wie geht man mit dem um, wenn dann noch so Stolpersteine kommen, wo man vielleicht denkt, oh, bringt es jetzt plötzlich das Ganze noch zum Kippen? Was macht das persönlich mit einem, wenn etwas Schwieriges kommt? Es ist erst im Nachhinein, wenn ich jetzt das Ganze schaue, man ist immer so voll Motivation, wenn man so ein Projekt anfängt. Da fängt man an und dann sieht man noch nicht alle Probleme oder alle Hindernisse. Und dann tut man das erste Hindernis lösen, das zweite, das dritte, vielleicht kommt das vierte oder das fünfte. Und so ist man immer, wie weiter ist man am Ziel eigentlich noch. Und erst im Nachhinein muss ich mir überlegen, ja, eigentlich haben wir sehr viel erreicht in diesem Jahr jetzt. Es ist jetzt am 1. Dezember, ist es ein Jahr gewesen. Und es ist sehr, sehr schnell alles gegangen. Auch wenn man manchmal auf einen Brief von der Behörde hat gewartet, vielleicht 2, 3, 4, 5 Wochen. Und dann ist die Zeit natürlich extrem lang, wenn man darauf wartet. Ja. Du hast die Hallen umgebaut, wobei, eben, habt ihr die Hallen umgebaut, also die Infrastruktur, oder habt ihr es dann einfach ausgebaut? Nein, es ist so, die Hallen, wo wir den Anlass zuerst hatten, dort haben wir probiert. Wir sind nachher in Gespräch gekommen mit der Eigentümerin, mit der Firma HIAC. Haben ein Konzept können präsentieren und haben nachher einen Soundcheck gemacht in dieser Halle und mussten merken, das geht nicht. Weil beim Soundcheck, wir haben nicht extrem laut gemacht, aber die Scheiben sind gerade rausgefallen. Und das ist das Gebäude von 1900 irgendetwas, 1906. Und dann haben wir die Idee eigentlich schon ein bisschen begraben. Ich dachte, ja, das kommt nicht gut, es ist auch sehr nah an Biberist. Und es ist halt so, Lärm ist ein Thema, wo man sehr Probleme bekommt natürlich. Aber dank der HIAC, wo uns nachher plötzlich ist die Idee gekommen, ja, da hinten hätten wir noch etwas, beim jetzigen Standort, da räumen wir gerade Maschinen raus. Bin ich das anschauen, habe ich mir gesagt, ja, das passt. Es ist im Areal innen, wir haben genügend Parkplatz und vor allem lärmtechnisch kein Problem. Okay. Jetzt, eben, wir haben über Roma, auch ein bisschen die Stolpersteine geredet. Es gibt sicher auch lustige Anekdoten. Ich weiss nicht, was entdeckt man und begegnet einem da so? Hast du da ein Beispiel? Also, die lustigen Sachen sind, wir sind in unserem Team, wir sind ein kleines Team. Wir sind ja nicht 30, 40 Leute, die das machen. Wir sind vielleicht im Gesamten 7, 8 Personen, das Kernteam. Und komischerweise hat jeder irgendwie seine Ecke, wo er irgendetwas falsch gemacht hat. Das ist so, einer hat in eine Traverse hineingebohrt. Dann haben wir natürlich dort ein Foto gemacht und das war nachher die Reto-Ecke.
Ich habe einen Scheinwerfer aufgestellt, bin Licht einschalten, der Scheinwerfer ist umgekippt, hat gerade den ganzen Boden verbrannt. Mhm. Das ist meine Ecke. Und so hat jeder, der bei uns mitmacht, eigentlich so ein bisschen seine Ecke. Einer ist so, hat 3 Stunden an einem Winkel rumgebastelt und das ist ihm seine Ecke jetzt so. Oder? Das ist, also wir haben es immer lustig gehabt beim Bauen. Okay. Es ist immer etwas gegangen. Ja. Jetzt existiert das P9. Gerade die Frage dazu, P9, was hat es eigentlich mit dem Namen auf sich? Wir haben gewusst, wir brauchen einen Namen. Und dann haben wir uns doch ein bisschen überlegt, ja, wie könnte man heissen. Es gibt eine Kulturfabrik, es gibt früher eine Kulturgarage, es gibt ziemlich viele so Namen. Und wir haben uns ein bisschen einen anderen Namen. So ein bisschen etwas, das nicht gerade auf den ersten Blick jeder weiss, was es ist. Mhm. Die Halle, die wir jetzt drin sind, das ist von der Produktionsanlage 9, von der Papierfabrik, die grösste Maschine gesehen dort. Und dann habe ich überlegt, mit dem Bruder zusammen, ja, wollen wir eine Abkürzung nehmen? Es gibt zum Beispiel ein P1 in München. Mhm. Wollen wir nicht kopieren, aber P9, früher hat die Anlage P9 geheissen. Nehmen wir den Namen. Okay, und so ist das entstanden. Genau. Eben, Papierfabrik, du hast gesagt, der Standort ist so ein bisschen im Industriegebiet, kann man so sagen. Man sieht das hier auf der Karte. Genau, ja. Wie ist das? Parkplatz hat es, hast du gesagt? Parkplatz hat es genug, es hat über 300 Parkplätze. Das ist natürlich ein grosser Vorteil. Es ist nicht in einem Wohnquartier drin, das ist der zweite riesen Vorteil. Und mit diesen zwei Sachen haben wir eigentlich schon eine grosse Hürde übernommen, also können erreichen. So. Würdest du jetzt den Gästen empfehlen, kommen mit dem Auto oder mit dem ÖV? Man kann auch zu Fuß kommen von Biberist aus, je nachdem woher dass man natürlich kommt. Zu Fuß ist es natürlich ein bisschen weiter und mit der ÖV, die nächste Bushaltestelle, ist das Biberist oder solche Dinge. Da läuft man natürlich noch ein bisschen. Okay. Du hast vorhin das Team erwähnt, jeder hat seine Ecke, hat sicher auch jeder seine Funktion. Wie setzt sich das so zusammen? Was sind das für Leute? Also wenn man, das wäre ich und der Brütsch, der Temu, Zwillingsbrütsch. Ja. Wir haben eigentlich die Idee zusammen gehabt und das Ganze eigentlich auch zusammen ein bisschen managen, ein bisschen alles durchführen. Wir haben noch ein Kernteam um uns herum, 5-6 Personen. Und was noch gut ist dort, und das ist auch ein bisschen weit, ist das eben auch ein bisschen Herzblut dahinter. Es sind alles Personen, die entweder aus Biberisch selber sind oder in der Papierung gearbeitet haben. Okay. Und da hat man schon ein bisschen gemerkt, die Leute können das gerne machen. Oder? Wieder mal in Papierung, weil wenn man 2011 ist die Papierfabrik zugegangen und 6 Jahre später mit so einem Projekt an. Da ist jeder, der dort gearbeitet hat, ist so ein bisschen, ich will auch schauen, ich, will, ja, ich komme auch. Oder? Eine höhere Identifikation. Genau, und dann haben wir auch geschaut, dass wir Aufgaben geben, den Leuten, die wir genau wissen, die können das, die sind für das wirklich gut, vielleicht für das nicht so, aber dann machen sie lieber das, was sie gut können. So, ja. Du und die Brüder haben das, auch ein Netzwerk in dieser Branche, hast du gesagt, eure Eventtechnikfirma Mirage. Inwiefern habt ihr auch profitiert jetzt von diesem Netzwerk? Ist das ein Vorteil gegenüber jemand anderem, der das einfach das gleich hätte wollen machen? Genau, das ist natürlich aus meiner Sicht ein riesen Vorteil, weil so etwas kostet natürlich auch. Mhm. Und wenn wir das Ganze hätten müssen finanzieren, zusätzlich noch Licht- und Tonanlagen reinstellen, wäre das gar nicht möglich gewesen. Mhm. Das hat den Rahmen gesprengt, so etwas, so ein Projekt durchzuführen. Wie sieht das P9 von innen aus? Wir haben es vorhin schon schnell gesehen. Oder beziehungsweise habt ihr ganz bewusst das Design gewählt? Oder wie das so aussehen? Was habt ihr noch da für Überlegungen gemacht? Wir haben natürlich gesagt, der Raum, so wie er ist, den verändern wir nicht verändern, von der Größe her. Wir wollen den Industriestyle ein bisschen drinnen lassen, aber wir wollen auch nicht mit zu vielen Farben arbeiten. Wir haben probiert, so viel wie möglich von der Papierfabrik Material, das wir bekommen haben, haben wir eingesetzt. So sind zum Beispiel die gelben Gitter, die Absperrgitter, das waren alles Maschinenabsperrgitter. Mhm. Und dann fahren wir viel mit Schwarz. Also unsere Farben sind grau, schwarz und gelb. Okay. Und was für ein Kundensegment wollt ihr so ansprechen? Jetzt mit dem Design oder einfach dem ganzen Layout oder Auftritt, den ihr habt? Wir wollen eigentlich ziemlich ein grosses Kunden, also wir wollen viele Leute zu uns locken. Das ist eigentlich auch aus dem Grund, machen wir verschiedene Anlässe. Man sieht hier im Logo, wir machen elektronische Musik, das heisst so Hausanlässe wie die Nachtschicht. Wir organisieren Rockanlässe, richtige Konzerte.
Motto-Partys und so und nachher auch sonst Konzerte. Also wir wollen nicht nur auf eine Schiene fahren, weil das ist, aus unserer Sicht her ist das relativ gefährlich. Oder? Das kann, am Anfang kann das erfolgreich sein, aber über die Zeit heraus verläuft das im Sang. Oder? Was denkst du, wie gliedert sich jetzt das P9 ein in die, ich sage jetzt ein bisschen Konzert- oder Veranstalterlandschaft, die wir hier haben? Wir haben nicht ein riesen Einzugsgebiet, wir haben das Kofmel, das auch Konzerte und Partys macht. Wir haben das Soho in Wangen, wo Konzerte und Partys macht. Hat es Platz, das P9, in diesem Markt? Ich denke schon, ja. Ich denke es und hoffe es. Und ich habe auch viel gehört, dass eigentlich wirklich die Zeit ist eigentlich reif wieder ein bisschen für etwas anderes. Wir wollen ganz klar nicht Konkurrenz für ein Kofmel, für ein Soho sein, sondern Ergänzung zum Angebot. Du hast vorhin die Nachtschicht erwähnt. Jetzt viele von den ganz jungen Zuschauer und Zuschauerinnen kennen das vielleicht nicht. Kannst du uns noch kurz erklären, was es mit der Nachtschicht auf sich hat? Also die Nachtschicht war ein Club, der bis in den 90er, in den späten 90er Jahren 200 Meter von, unserem, von unserer Location her weg war. Das war der Hausclub in der Schweiz. Also dort war fast jedes Wochenende voll. Und da sind Leute von der ganzen Schweiz und vom Ausland gekommen. Und das ist dann 1997 ist das zugegangen. Und seither war eigentlich nie mehr etwas dort. Und wir sind viel angefragt worden, wo wir gesagt haben, ja, machen wir wieder etwas in den Papieren. Dann sind immer die Antworten gekommen, ja, gibt es eine Nachtschicht wieder? Gibt es wieder eine Nachtschicht? Dann müssen wir sagen, nein, nur gerade so eine Nachtschicht wollen und können wir nicht machen, weil die Zeit ist durch. Aber so für die Eröffnung oder auch für zwischendurch so eine Party machen, passt das sicher zu dem, was wir wollen machen. Jetzt läuft das P9-Programm schon ein Moment. Wie sieht so die erste Bilanz aus? Seid ihr auf Kurs? Oder Momentan sind wir sehr auf Kurs. Das ist tiptop. Wir haben gerade die Eröffnung ja im September. Wir machen das noch nicht so lange. Der erste Anlass war gerade richtig ausverkauft. Da sind wir gerade an Grenzen gekommen vor Kapazität. Wir hatten nachher zwei Anlässe, die wir selber auch organisiert haben. Dort konnte sich ein bisschen mehr Leute können vertragen. Aber wir waren eigentlich zufrieden gewesen. Die Bands waren gut, die Leute, die kamen, waren zufrieden gewesen. Und das ist eigentlich das, was wir wollen. Dass die Leute zufrieden haben und wieder kommen. Wenn du in Ausgang gehst, wo gehst du in Ausgang? Wenn du nicht ins P9 gehst? Wenn ich ehrlich bin, letzte Zeit sind wir nicht mehr so viel in Ausgang, weil ich auch Familie, ich auch Kinder. Wenn wir in Ausgang sind, sind wir zum Teil dort gewesen, wo wir auch mit der Eventtechnikbude Aufträge hatten. Also richtig viel in Ausgang sind wir in letzter Zeit nicht mehr. Okay. Jetzt bist du dabei gewesen bei dem ganzen Start, der Eröffnung von P9. Was denkst du, wie lange begleitet einem so ein Projekt im Leben? Ist das etwas, wo du mal pensioniert wirst? Oder ist das etwas, wo man, wenn das angelaufen ist, dann sagt, ja, jetzt gebe ich sie in neue Hänge, in frische Hände? Hast du da schon Gedanken dazu gemacht? Nein, solche Gedanken sind eigentlich, für das sind wir jetzt immer voll dran gewesen, also gar keine Zeit gehabt und gar keine Möglichkeit, das zu überlegen. Ich werde das sicher nicht machen, bis wir pensioniert sind, ich und der Brütsch, aber ich kann nicht sagen, wie lange das geht. Ich hoffe, dass wir das jetzt so noch zeitlich durchziehen können. Ob man das nachher in andere Hände gibt, wenn das mal funktioniert, so wie wir wollen, kann möglich sein, aber geplant ist im Moment nichts. Also. Vielleicht noch als letzte Frage, du beschäftigst dich sehr mit der Eventtechnik, jetzt auch mit dem P9, das natürlich auch wieder an das angegliedert ist, an das Themengebiet. Wie holst du dir so einen Ausgleich? Was machst du in deiner Freizeit? Widmest du dich wieder an einem technischen Thema oder sagst du, nein, ich gehe lieber Berge, Natur? Also im letzten Jahr, muss ich sagen, war mit Freizeit nicht viel gewesen, wegen diesem Projekt. Aber ich habe natürlich auch Hobby, ich habe Familie, ich habe zwei Kinder. Ich bin seit 12 Jahren bin ich Trainer beim FC Biberist. Und das sind eigentlich meine Hobbys so ein bisschen nebenbei. Oder wenn ich Zeit nicht habe. Und ich werde mir jetzt auch ein bisschen mehr Zeit wieder nehmen, auch wieder für andere Sachen da zu sein. Ja, dann wünsche ich dir, dass du auch wirklich zu dieser Freizeit kommst und auch weiterhin viel Erfolg mit dem Projekt P9, dass das noch lang und erfolgreich besteht. Merci für auch euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für euer Interesse. Und wir freuen uns, wenn wir euch hier gleich wiedersehen zu einer neuen Ausgabe vom SoTalk. Merci vielmals.